So, heute Abend bin ich bei Runa eingeladen und bei Runa hier im Wohnzimmer sitzt Mohamed Abdo, ne? Hallo Mohamed. Hallo. Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Du hast heute die Prüfung bestanden, die A2-Prüfung, habe ich gehört. Sehr gut. Danke. Und jetzt geht's weiter zur B1-Prüfung. Und du hast schon gerade gesagt, ich rede viel zu schnell. Wenn Ja. man B1 schaffen will, dann muss man mit Leuten klarkommen, die schnell und undeutlich reden wie ich. Okay. Gut, wir gucken uns mal deine Flüchtlingsgeschichte an. Also, du kommst aus Aleppo. Ja. Und erzähl uns doch mal, wie das gefallen ist. Wo hast du gelebt überall? Ich habe in Aleppo In Apulien. gelebt. Und dann bist du in den Libanon, In ne? Libanon. Und Da. von Libanon, wir sind mit dem Flugzeug Flugzeug, ne? gefliegen nach Geflogen. Türkei, geflogen nach Türkei. 3 Monate wart ihr dann mit den Ja, 3 Monate. vier Söhnen Vier in Kinder. Istanbul, ne? Istanbul, danach nach Mersin. Wir sind gefahren. Und mit dem Schiff dauert 6 Tage nach Italien. Bis nach Gallipoli, ne? Gallipoli, Ja. die Stadt heißt Gallipoli. Genau am 1. Januar 2005. 1.1.2015. Danach mit dem Zug nach Milano Ja. und von Milano auch mit dem Zug nach München. Und wie ging es von München nach Köln dann? Okay, das ist andere Geschichte. Wir sind 10 Tage in München geblieben und danach wir bekommen Transfer nach Dortmund. Ja. Und nach Dortmund Mit der Drehscheibe. mit dem Zug Mit dem Zug. Essen und danach Duisburg und danach Köln. Gut. Wir bekommen Transfer. Gut, jetzt haben wir die Reise von Aleppo nach Köln schon geschafft. Jetzt habe ich gerade gemerkt, die Vorstellung haben wir noch gar nicht gemacht. Kannst du dich vorstellen? Wer nochmal. bist du? Genau. Okay. Ich heiße Mohammed Abdo. Ich bin 43 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Mein Beruf ist Dreher. Dreher ist so ähnlich wie Ingenieur, habe ich rausgehört. Ja. Und du hattest auch deine eigenen Firmen sogar und zwei Ich Häuser in hatte Aleppo. eine kleine Werkstatt. Ja. Und ich habe Schablonen hergestellt. Ich bin alleinerziehend mit 4 Kindern. Vier Söhne, ne? Vier Wie alt Söhne, sind ja. deine Söhne? Im Alter von 19, 16, 14 und 11 Jahren. Kann man sagen, dass ihr zu den reicheren Leuten in Syrien gehört habt? Oder wart ihr normal oder ärmer? Also muss man sehr reich sein, um eine Flucht zu machen? Hat man viel Geld? In Syrien? Ja, also im Vergleich zu Wie in Deutschland. wie in Deutschland. Leute muss arbeiten, Ja. Leute haben kein Geld. Wie in Deutschland. Ja. Aber hier in Deutschland besser als in Syrien. Hier die Leute bekommen Hilfe von Staat. In Syrien gibt es nicht. Aber eine Solidarität dafür, denke ich, ne? Die Leute sind miteinander solidarisch, oder? Ja, Das schon. wir helfen uns. Ja, auch. Gut. Und dann haben wir ja gerade ja schon darüber gesprochen, warum Deutschland, ne? Weil ihr wart eine Zeit lang in der Türkei. Ja. Und was ist so die Begeisterung für Deutschland? Das fand ich ganz spannend. Da habe ich Sachen von dir. Ich liebe Deutschland. Mein Beruf, ich will sagen, wir nennen Deutschland oft in meinem Beruf. Und meine Kinder lieben Deutschland, Fußball spielen auch. Und das hat, glaube ich, schon auch viel mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun. Ja. Die war ja im Sommer Ja. 2014. Ja. Und kurz danach, dann wart ihr, haben die ja schon gemerkt, es gibt Krieg und es ist immer schlimmer. Und das war wahrscheinlich auch ein Auslöser. Der andere Auslöser war die Begeisterung für Bohler. Was ist Bohler? Bohler, das ist ein Metall, heißt Bohler. Das ist Privatmetall. Das ist sehr teuer und sehr wichtig zum Schablonen. Ja. Ja. Und ihr in Syrien, ihr habt auch noch wirklich so an Made in Germany geglaubt, hast du, also Ja. ne, mit den Auch in Werkzeugen. Syrien, wir haben das, aber das kommt von Deutschland. Ja. Wir haben ja mit der Runa auch schon ein kleines Video in der Vorbereitung Okay, gedreht. warum? Das ist Runa, die Lehrerin. Wie geht das jetzt, wenn ihr zusammen lernt? Ihr sprecht miteinander, liest ihr auch Bücher oder wie ist das?
Nein, wir unterhalten uns einfach nur und gucken, ob es vielleicht Dinge gibt, die er nicht versteht. Oder ah, was ist das denn? Karte, hier zum Beispiel Tasche ja. Und hier steht in Arabisch. Ach, hier falsch, aber okay. Ach, das ja. habe ich noch gar nicht gesehen, Bruder. Ja. Ja, das sind Karten. Deutsch. Bauen, hier bauen. Ja. Hier, Jabni in Arabisch. Schlimm. Nicht schlimm. Nicht gut. Nicht gut. Ja, hier steht nicht gut. Ja, das ist Klettern. Ja. Yatasallah, ja. Sehr gut. Und wie geht es jetzt weiter? Wann ist die Prüfung, die B1-Prüfung? 29. April. Ja. Gut. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu berichten? Können wir das auf Facebook stellen, dieses Video? Ja, warum nicht? Gut. Und ich würde vorschlagen, das ist nur ein Video von vielen. Wir bleiben in Kontakt. Und bei B1 treffen wir uns wieder und machen das nächste okay. Video. Ja, okay, warum nicht? Und noch ein bisschen was auf Arabisch? Können wir sagen Tschüss oder so? Tschüss. Assalamu alaikum. Alaikum salam.